Hallo meine Damen und Herren, zum 45. Part meines FIFA 12 Let's Plays. Jetzt seht ihr noch einen schwarzen Bildschirm, aber später geht es dann direkt in die Partie oder beziehungsweise ins Spiel rein erstmal. Es geht mir jetzt vorrangig darum, euch eure Wunschtransfers näher zu bringen. Also es waren ja wahnsinnig viele Rückmeldungen. Ich werde die jetzt nicht einblenden oder so, sondern einfach mal nur so kurz anschneiden. Größtenteils gesehen war Mario Götze. Kauf dir Mario Götze, kauf dir Mario Götze, kauf dir Mario Götze! Aber das waren so viele, das geht gar nicht, ey. Also, ich fange jetzt mal an mit so ein paar außergewöhnlichen, außer Mario Götze jetzt. Da hatten wir nämlich hier zum Beispiel Kauf Marco Reus oder Zakaria Labiat. Dieses Angebot kam von Crazy Boy 3000. Und spiel mit der spanischen Liga, aber das wird sich auch noch in einem Extra-Part zeigen, was ich denn spiele. Dann FIFA 12 Wunschtransfer von Marciszewski Movies. Hi, ich würde es cool finden, wenn du El Gero Elia, Juventus Turin oder Klaas-Jan Hüntelaar, ich glaube bei dir Wolfsburg. Ja gut, ich glaube, der hat gewechselt bei mir, aber naja, das ist auch noch ein Vorschlag. Dann, was denkt dieser denn? Julian 1333, 93. Verkauf Gomez und Petersen. Das habe ich auch vielleicht vor, das werden wir jetzt gleich sehen. Dann als Ersatz wie üblich Götze, obwohl der sicher 50 bis 60 Millionen kostet. Neymar, aber zu Neymar sage ich gleich noch was. Oder Hazard, Ashley Young oder auch Lucas, Sao Paulo. Dann kostet aber auch seine 40 Millionen. Also dann würde die Aufstellung so aussehen, ja, okay, gut. Dann Wunschtransfer von Mr. Styles 13. Also ich würde mich freuen, wenn du Fabregas holen würdest. Der ist offensiv und du willst doch eigentlich noch Offensivspieler holen. Naja, das wäre halt mein Wunschtransfer. Jo. Dann Ribery Mich. Mein Wunschtransfer wäre Romelu Lukaku. Er hat mir auch gleich ein Video mitgeschickt. Ja. Von Lukaku. Dann Transferwünsche von Master of Disaster 081. Erstmal würde ich mich freuen, wenn du Götze verpflichtest. Dann könntest du mit dem 4-2-3-1-System spielen. Dann könnte in der Mitte Götze spielen, der es gut machen würde, da er Spielmacher-Attribut hat. Und von links Ribéry und rechts Robben und vorne Müller. Gomez könntest du dann verkaufen. Jo. Zwei Sechser, Schweinsteiger und noch jemand. Arturo Vidal wäre sein Wunsch. Ja, gut. Danke dafür. Dann Wunschtransfer. Der hat mir ja ganz schön viele geschickt. Jemals, Mann. Roberto Firmino, Marco Reus, Mehmet Ekici, Demba Ba, Fabian Frey. Wer ist Lamm? Kenne ich nicht. Eswein, Klose, Ralf Fährmann, Hazard. Was soll ich mit Ralf Fährmann? Ich hab Manuel Neuer. Oh nee, ui, ui. Ihr habt euch echt richtig viel Mühe gegeben. Das gibt's nicht. Hier, HSV GNs. Als Ersatztorwart empfehle ich dir vom HSV den Tom Mickel. Dann, was hat er noch? Eindhoven. De Vrij. De Vrij heißt er. Ich glaube, er kommt aus PSV Eindhoven. Er kann sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Im Mittelfeld empfehle ich dir, wie schon gesagt, Serdan Shaqiri oder Shaqiri von FC Basel. Der ist auch gut. Dann Lucas FC Santos. Götze, was lese ich noch so raus? Im Sturm, Gremio, jemand aus Brasilien, Gremio. 21 Jahre jung. So, was noch? Ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps etwas anfangen, ja. Wenn du noch guten Torhütern suchst, empfehle ich dir Deutschland und Spanien. Ja, sieht man ja, dass wir in Deutschland gute Torhüter haben. Dann, wenn du nach Abwehrspielern suchst, defensiv stark, empfehle ich dir Holland, Deutschland, England, Brasilien. Für Außenverteidiger Brasilien. Dann, wenn du nach offensiv starken Mittelfeldspielern suchst, empfehle ich dir Holland und Spanien. Wenn du technisch basierte suchst, Brasilien, Argentinien, Spanien. Nach Flügelstürmern, Spanien, Portugal, Italien. Okay, vielen Dank dafür, HSVGNs. Also eine Rückmeldung werde ich dir jetzt per Video jetzt gerade geben hier. Und nicht so per PN, da hätte ich ganz schön viel zu beantworten. Das sind nämlich 25 PNs gewesen. Und dann eben noch diese ganzen Kommentare. Also das wäre schon ein Haufen. Da hatte ich jetzt gerade keine Zeit dafür, das alles zu beantworten. Ich kann nur jedem von euch sagen, danke dafür. Ich erwähne eure Namen und ja, versuche dann, ich hoffe, das trifft dann bei euch auf Zustimmung oder auf positiv
angelegtes Empfinden. Oh, keine Ahnung. Dann, jetzt Megaseda 1, 2, 3. Ich empfehle dir Reusch, Shaqiri und Fabio Reusch. Nee, und Fabio Reusch ist ein super Talent und ein guter Spielmacher. Shaqiri spielt genau gleich wie Ribéry. Er würde auch gern sehen, wenn ich ein paar Bier-Goalie hochladen würde. Warum nicht? Sehen wir dann. Dann MPOV 12. Usami gleich verkaufen, Alaba gleich weiter ausleihen, Götze gleich kaufen oder Neymar gleich kaufen. Neymar sage ich gleich auch nochmal was, aber erst gleich. Ribéry oder Robben verkaufen. Dann Gökhan Töre, Firmino oder Firmino, Arda Turan, Federico Macheda, Thiago Alcantara. Dieser Vorschlag kam von Trainer Kele Suglu 91. Dann Di Fabio, er hätte gerne Kameni, Ranocchia, Wilkshire, Lukaku, Ananitste, oh Gott, Shahan und zu guter Letzt Meierhofer. Das ist aber nicht auf FC Bayern bezogen. Das bitte wieder vergessen. Entschuldigung. Dann Cristiano Ronaldo 792. Der hat mir auch so einen ellenlangen Text geschrieben. Cristiano Ronaldo, 792 heißt er. Cristiano Ronaldo, 792. Dann, er meint, viele machen dir immer wieder den Vorschlag, Neymar zu kaufen. Das war auch das, was ich anmerken wollte. Ich hab's gemacht, war ein Fehler. Er spielt zwar sehr geil und hat das höchste Tempo aller Bundesligaspieler, doch leider Ausdauer unter 50. Das heißt, er muss, wenn du normal spielst, bis zur 60. spielen und dann muss er raus und so weiter und so fort. Es geht halt darum, dass der nicht gerade so toll ist, ja. Deswegen überlege ich mir das auch noch. Dann hat er noch Vorschlag El Shaarawy von AC Mailand. Und was hat er sonst noch? Außer, ne, hier sagt er noch, zur Not, wenn du Geld hast, tut's auch Cristiano Ronaldo. Natürlich! Danke dafür. Dann Prototype 2996. Bist du ein Saarländer? Ja, natürlich. Ich komme nicht aus dem Saarbrücken, ich komme aus dem Saarland, wie es schon hieß. Wenn ja, wo, ja, okay, gut. Dann weiß ich ja, wo du wohnst. Hey Alex, ich mache auch einen Karrieremodus. Nein, das ist was anderes. Meine Aufstellung. Bei FIFA 11, aber ich spiele FIFA 12. Egal, also damit kann ich schon mal nicht so viel anfangen. Dann, meine Wunschtransfers wären Mario, Götze, Huntelaar und Großkreuz. Das war 3105 Putty. Danke auch dafür. Danke sowieso an alle Kommentare. Das waren jetzt auch schon alle. Und wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Und dann kann ich mal irgendwie so zeigen, was wir denn mit diesen Transfers anfangen werden, mit euren Vorschlägen und so weiter und so fort. Dann bedanke ich mich nochmals bei euch dafür, dass ihr mir diese vielen Vorschläge gemacht habt. Und bis nachher im Spiel. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich jetzt im FIFA 12 Menü. Wir befinden uns kurz und knapp gesehen direkt in der Transferphase und ich habe ja vorher jetzt gesagt, in dem kleinen Podcast sozusagen, dass die meisten Mario Götze wollten. Jetzt gehen wir erstmal auf Weiter und schon haben wir hier stehen Transfermarkt geöffnet und schauen wir uns noch den Monatsbericht gleich an. Transfermarkt ist geöffnet, Sie sollten schnell handeln, wenn Sie Ihre Mannschaft verbessern wollen. Jetzt fangen wir erstmal an auszusortieren. Wir haben da Spieler für einen hohen Preis. Ihr habt alle gesagt, Ribéry oder Robben verkaufen. Und ich werde mal Ribéry ansetzen zum Verkaufen. So wie, wo haben wir denn Gomez? Und der wird verliehen nochmal. Dann Preno wird auch verliehen. Und Usami wird verliehen. So. Timoschuk wolltet ihr auch unbedingt alle verkaufen. Dann werde ich das auch mal tun. Und ansonsten gehen wir die mal, den mal ausleihen und diesen ausleihen. Riedmüller brauchen wir eigentlich auch nicht. Boot lasse ich erstmal auf der Bank, deswegen. Oder ist er auf der Leihliste? Dann. Boot, okay. Boot, den können wir einfach drin lassen. Dann haben wir jetzt mal genug angeboten, jetzt müssen wir auch suchen. Ihr habt mir da viele, viele Vorschläge gemacht. Dann werden wir jetzt erstmal nach Mario Götze schauen. Weil das ja der von euch am meisten gefordertste war. Götze. Werden wir mal schauen, was sich da tun lässt, ob man ihn kaufen kann.
52,5 Millionen Euro. Heilige Maria. Gott, oh Gott. Ziemlich teuer, der kleine Kerl. Aber, oh, die Attribute, ich glaub's nicht. Oh je. So, dann wird das mal gemacht. Der Transfer wird durchgeführt. Da müssen wir bestimmt ganz schön viel berappen. Gehen wir mal erstmal 60 Millionen ein. Okay, 60 Millionen hätten wir eingegeben. Dann müssen wir jetzt warten, bis wir Angebote bekommen haben. Für die anderen Spieler. Gehen wir auf weiter. Spieler ist auskuriert. Arjen Robben ist auskuriert. Er kann wieder spielen. Oh Gott. Das gibt's ja gar nicht. Und dann gehen wir jetzt. Warte, was. Der Spieler steht auf Transferliste. Okay. Ich finde das eigentlich sau doof, dass ich den jetzt verkaufe. Aber er bringt halt Geld ein und er ist schon 29, ja. Und er hat letzte Saison nicht gut gespielt. Der enttäuschende Breno wird von Bayern München an einen bislang unbekannten Verein ausgeliehen. Der 22-jährige Innenverteidiger ist frustriert über seine Position bei Bayern München und wird versuchen, seine Karriere bei seinem neuen Verein wiederzubeleben. Alex Ergoli plant nicht mit dem Spieler für die Zukunft und hat diesen Wechsel zugestimmt, um Platz in seinem Kader zu schaffen. Aber wir wollen auch wieder ein bisschen Platz besetzen, weil warum wohl? Wir wollen ja irgendwie auch eine gute Mannschaft haben. Schauen wir jetzt mal nochmal bei die Spieler. Aus der Jugend, den muss ich unbedingt verpflichten, sobald der 16 ist. Der schaut mir richtig gut aus. Das wird immer besser bei ihm. Dann, den brauchen wir nicht unbedingt. Den auch nicht. Die eher auch nicht. Den erst recht nicht. Nein, nein. Also dieser Rios ist der einzige, der wirklich richtig gut ist. Dann gehen wir jetzt mal ins Scouting-Netzwerk. Schau mal. Scouting-Netzwerk aufbauen. Ich hätte gerne noch Innenverteidiger. Defensiv stark. Ja, gibt nichts Innenverteidiger oder so. So, machen wir mal 3 Monate für defensiv starke Spieler. Und gehen wir einfach auf weiter und hoffen jetzt mal auf Angebote. Okay, das hat er getan. Gut. Hoffen wir mal auf Angebote und aus Transferangebot zu niedrig. Oh, Transferangebot für Timoschuk. Was? Die wollen Timoschuk haben. Ja, komm. Die 400.000 können wir eigentlich lassen. Die können wir denen geben, wenn die den unbedingt haben wollen. 78 Millionen! Oh Gott, oh Gott. Das wird heftig. Wir gehen mal auf 65. Das ist ja mal richtig heftig. 78 Millionen für Mario Götze. Okay, der wird verkauft. Gut, Timoschuk ist weg. Usami, ja, den könnt ihr haben. Boateng, bieten die wie viel? 7 Millionen. Nie im Leben, der bleibt hier. Spieler verliehen, gut. Weiter geht's. Transfergebot zu niedrig, 72 Millionen jetzt schon. Gehen wir mal 67 ein. Die müssen es ja irgendwie auch mal entgegenkommen. Alaba wollten die ausleihen. Ja gut, das machen wir. Er hat sich ja schon verbessert, dieser Alaba. Es muss doch mal ein Angebot für Franck Ribéry oder so reinkommen. 69,5 Millionen. Oh, ich kann nicht mehr anbieten. So, dann hätten wir jetzt 0. Warum will denn keiner Ribéry haben oder so? Ah, jetzt ist der Riedmüller auch mal verliehen. Dann versuchen wir es anders. Transfers, Budgetzuweisung. Machen wir mehr Transferbudget. Damit ich denen das auch anbieten kann. Bart Stuber für 6,5 Millionen. Nein! Was wollt ihr alle mit meinen Innenverteidigern? Die brauche ich. Weiter geht's. Transferangebot zu niedrig. So, jetzt können wir es machen. 69,5 Millionen. So.
Bartstube, wieso wollen die den haben unbedingt? Nein, ich will den behalten. Obwohl viele von euch ja sagen, ich soll den verkaufen. Warum will niemand ein Angebot für Ribéry machen? Angebot akzeptiert. Oh, Mario Götze. Dann gehen wir jetzt auf angebotenes Gehalt. 170.000. Machen wir 175.000. 5% und 4 Jahre. Gut. Transferangebot für Bartstuber. Jetzt macht er sogar 8,5 Millionen. Ich weiß nicht. Ich mach zögerlich, dann dauert es vielleicht irgendwie noch ein bisschen. Keine Ahnung. So. Gut. Weiter geht's. Transferangebot für Contento. Okay, das werde ich annehmen für Contento. Den brauchen wir nämlich nicht. Und dann gehen wir in die nächste Partie. Die werde ich aber jetzt nicht spielen, weil wir ja hier nur die Transfers abhandeln wollen. Dann werde ich die mal simulieren, damit ihr mal das auch mal sieht. Mein Team managen, das müsste ich auch mal noch machen. Ja, genau. Okay, da fehlen jetzt bestimmt einige. Nein, ich habe sogar genug noch. Ein Robben kann ja auch wieder spielen. Kommt der wieder rein? Das passt soweit. Munjain geht hier hin. Für Ribéry, der verkauft werden soll. Robben kommt dann rein. Die Aufstellung ist gut so. Okay. Gomez bleibt da drin. Nur noch Innenverteidiger. Boateng kommt wieder in die Innenverteidigung. Ach, Bartstuber könnte ich doch verkaufen, eigentlich. Ich habe ja Hummels, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Was haben wir denn da? Verhandlungsverlauf. Bartstuber. Angebot akzeptieren. Gut, dann geht es jetzt in die nächste Partie. Wir speichern nochmal schnell ab wegen der Aufstellung. So. Und jetzt nächste Partie. Party simulieren. Das haben wir auch noch nicht getan. Deswegen machen wir das jetzt das erste Mal mit diesem Simulieren. Das interessiert mich mal. Das habe ich erst einmal selbst gemacht, wo das Kaiserslautern Let's Play leider ausgefallen ist. Schauen wir mal. Gomez hat in der 4. Minute das 1 zu 0 geschossen. Jetzt Robben mit dem 2 zu 0 in der 27. Minute. Und zur Halbzeit 2 zu 0, ja. 56. Minute Gomez wieder. Umsonst, was passiert? Ja, 76. Robben, 4 zu 0 schon. Und jetzt 90. Minute und das Spiel ist rum. Das heißt, wir haben 4 zu 0 gewonnen. Da sehen wir, dass Klose auf der Bank gesessen hat. Ist der jetzt eingewechselt worden? Nein. Komisch. Der sitzt doch da gar nicht auf der Bank. Aber gut, 4 zu 0 haben wir gewonnen. Zweimal Gomez, zweimal Robben. Exzellent. Robben war heute zweifellos der beste Spieler auf dem Platz und verdient diese Auszeichnung. Okay. Und wieso will keiner Ribéry kaufen? Angebot abgelehnt. Oh. Kriegt halt 195.000, oder? 190.000, so. Jetzt aber. Spieler verkauft. Hans, nee, Holger Badstuber haben wir verkauft. Vertragsangebot gemacht. Jo, müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Oh Gott. Transfers, gehen wir nochmal auf Kaufen. Wir brauchen ja noch was anderes. Wir wollen noch einen starken Innenverteidiger. Schauen wir uns zumindest mal jemanden an, ob wir jemanden finden. Muss natürlich mindestens 80 haben. Primäres, nein, Rolle. Innenverteidiger. Suche starten. Das werden wahrscheinlich viele sein. Oh Gott, sind die alle so teuer. Aber wir brauchen etwas, jemand Junges, der noch etwas länger spielen kann. Neben Subotic oder Subotic. Ja, den behalte ich mir mal auf der Liste. Dann was gibt's noch? DD. Junger DD. Andrea Ranocchia.
Haben wir den mal drauf? Henrique? Nö. Rodolfo? Ezequiel Garay. Oh Gott, da muss man ewig suchen. Piqué. Der ist mir zu... Gut, zu teuer natürlich dann auch. Jeromel. Oh, der ist ja schon richtig gut. Aber den werden wir auch nicht holen. Raúl Albiol. Diego Godín. Rolando. Oh Gott, wie sieht denn der aus? Na gut, wir lassen das jetzt erstmal. Wir schauen erstmal, dass wir Geld zusammenbekommen. Dann können wir das auch machen. Jetzt soll doch mal einer Ribéry hier kaufen. Merelesch. Oh, okay, das werden wir annehmen. Rafinha. Was wollt ihr alle von meinen Verteidigern? Nein. Diego Contentos verkauft. Und Gonçalo Merelles ist verliehen. Stoke City. Nein, das wollten wir nicht annehmen. Immer noch kein Transferangebot für Ribéry. Ah, jetzt. 33 Millionen. Nö. Muss mehr sein. Warum kann man nicht sagen, was man fordert? Das fehlt jetzt noch bei FIFA. Das ist jetzt aber wirklich... Wie viel willst du denn haben, Junge? 210.000. So. Also wenn er jetzt nicht annimmt, dann kaufen wir uns jemand anderen. Ja, gut, nicht schlimm. Weiter geht's. Ins Spiel gegen... Oh, noch ein Angebot. Ja, gut. Ins Spiel gegen RCD Mallorca, soweit ich weiß, ja. Gehen wir speichern an dieser Stelle. Gut, und jetzt gehen wir wieder in die Partie. Partie simulieren. Mein Team managen erstmal. Was gibt's denn da noch zu managen? Rafinha kommt natürlich wieder rein. Habe ich ganz vergessen. Breno ist noch da, Gustavo, Ribéry, Jens, Butt. Gar keinen, ah doch, hier Petersen noch. Dann brauchen wir noch einen zusätzlichen Stürmer. Den kann ich ja schon mal kaufen. Götze will ja anscheinend nicht. Jetzt gehen wir in die nächste Partie simulieren. Ich glaube, dass da wird eine ziemlich lange Folge, bis wir den ganzen Transfer, das ganze Transferfenster abgehandelt haben. Robben in der zweiten Minute. Wer auch sonst, außer Robben. Jetzt haben wir solche Hochkaräter zum Verkauf stehen. Gomez, Ribéry und keiner will sie haben. Oh, nur ein 1:0 gegen Mallorca. Na ja, gut. Angebot abgelehnt. Jetzt mache ich kein neues mehr. Jetzt werden wir jemand anders kaufen. Alles zurücksetzen erstmal. Irgendwen im Sturm oder offensiv überhaupt. Angriff, genau. Gut. Machen wir es so. Alter. Er soll jung sein, natürlich. Neymar werde ich nicht holen, da haben wir schon geklärt. Ausdauer 51, nicht überragend. Dann Alexandre Pato. Ausdauer gut, ansonsten auch alles gut. Aber er ist ein Flitzer, also... Ja, was ist denn? Ein Flitzer ist nicht nur stark im Antritt, sondern auch seine Endgeschwindigkeit ist beeindruckend. 44,5 Millionen. Karim Benzema. Ist der noch so jung? Wusste ich gar nicht. Sergio Aguero. Veliton. Giuseppe Rossi. Luis Suarez. Edinson Cavani. Lionel Messi. 120 Millionen Euro. Das ist ja nicht mehr normal. Edin Dzeko. Nimm mir normal, ey. Falcao. Wayne Rooney. Nilma. Nein, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal nach oben nochmal. Schauen uns die Jüngeren an. Da haben wir hier... wer war das? Alexandre Pato. Werden wir mal ein Angebot machen.
55 Millionen. Oder nee, wir bleiben mal bei 45 Millionen. Die müssen ja irgendwas sagen, wie viel sie haben wollen. Und dann werde ich noch nach jemand anderem schauen. Piazzon. Nein, das war falsch geschrieben. Piazzon. Genau. Zu Suche starten. Lukas Piazzon. Den werde ich auch noch kaufen. Richtig guter Spieler, meiner Meinung nach. Hat richtig Talent, der Kerl. Ist jetzt in echt zum FC Chelsea gewechselt. Und wir können sein Talent gut gebrauchen. Kann ich euch versprechen. Das habe ich nämlich in meiner Karriere mit der Fortuna schon gemerkt, dass man ihn wirklich gebrauchen kann, den Kerl. So, was haben wir denn noch? Wir warten jetzt erstmal, bis dieses Transferangebot durch ist. Gehen auf Weiter. Transferangebot für Gomez. Ist ja nicht so, dass der 30 Millionen wert ist. Nein. Ribéry 26 Millionen. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? 4,8 Millionen wollen sie haben. Wir geben ihnen 4,5. Oh Gott. Gehen wir in die Jugendmannschaft. Schauen wir uns die nochmal an. Oh, da ist jemand. Agostinho Rios. Wurde nochmal etwas besser spezifiziert. Schaut euch das mal an. Der wird immer besser, der Kerl. Und das mit 14. Wenn der Potenzial 84 bis 90 hat, wird er auf jeden Fall bei uns bleiben. Die bleiben erstmal alle noch. Ich will ja jetzt keinen unnötig rausschmeißen. Kai Vollner, Torwart. Weiter. Transferangebot abgelehnt. Oh, war zu niedrig. Sie können wenigstens mal einen Vorschlag machen. 55 Millionen. Ah, ein Scouting-Bericht. Oh. 62 bis 88. Wen haben wir dann noch so? 78, 79, 67. Oh Gott, nee, den da brauchen wir schon mal gar nicht. Marc Edel, den kann man ablehnen. Den werden wir mal drin lassen. Den auch. Ja, den holen wir uns schon mal. Kann man dann besser beobachten. Leon Odonkor. Ne, die bleiben mal. Oh, der da ist aber auch gut. Scouting. Ne, Spieler schon mal verpflichten. Die anderen kannst du fortsetzen, genau. Gut, Transferangebot schon wieder abgelehnt. Ah, ne, das war schon offen, genau. Ich dachte gerade schon. Wieder weiter. Transferangebot für Schweinsteiger, oh Gott. Schweinsteiger, ihr wollt Schweinsteiger kaufen. Für den machen sie so ein Angebot, ist klar. Ist klar. Also den werde ich nicht verkaufen. Nein. Das ist so ein geiler Spieler, den würde ich nie verkaufen. Angebot akzeptiert. Okay, dann gehen wir mal Vertragsangebot machen. Kriegt er von mir jetzt 11.000, 5% und 4 Jahre. Ja, bitte. Nächste Partie. Partie simulieren. Auf geht's in die Simulation. Robben, mal wieder mit einem Tor. Salva Sevilla. Betis Sevilla. Gomez, der will sich anscheinend über Tore wieder rein finden in die Mannschaft. Komm, mach schneller. Überspringen. 3 zu 0 Robben in der 87. Minute. Gut. Angebot akzeptiert. Für 55 Millionen dürfen wir uns Alexandre Pato kaufen. Machen wir Vertragsangebot 190.000, 5% und 4 Jahre. Ja. Dann werden wir. Saisonprognose. Starke Kaderschlüssel für Bayern München. Schlüsselspieler Philipp Lahm. Oh, dann werden wir das mit Franck Ribéry erstmal lassen, weil irgendwie wird das nichts.
von der Transferliste entfernen. Gomez lassen wir mal noch drauf. Petersen werden wir auch noch drauf machen. Den brauchen wir nämlich unbedingt. Den brauchen wir nämlich sowas von gar nicht. Wo haben wir den denn? Hier müssten wir, da ist er ja. Transferliste. Jetzt haben wir kaum Stürmer, wenn wir die alle verkaufen. Deswegen haben wir ja Pato jetzt noch dazu. Aber dann brauchen wir noch jemanden im Angriff. Noch ein Nachwuchstalent am besten. Noch eins, neben Piazzon. 80 erstmal. So, jemand, der schnell ist. Sekundäres Attribut. Ach, Torwartreflexe, nein. Beschleunigung natürlich. Gut, dann noch die Spieleralter. 20. Suche starten. Romelu Lukaku. Jordan Ayew. Björns Bergmann Sigurdarson. Oh Gott. 19 Millionen. Das müsste noch in unser Budget reinpassen. Gut. Dann in Innenverteidiger bräuchten wir noch. Aber erstmal müssen wir noch jemanden verkaufen. Das geht ja so nicht. Transferangebot für Gomez. Ja, das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Die könnten doch ruhig mal mehr anbieten. 32,5 Millionen. Oh, das sind schon mehr. Dann werden wir das jetzt mal annehmen, weil es passt. Angebot angenommen. Geht's weiter? Angebot akzeptiert. Jawohl, Pato. Pato wechselt zu uns und Lukas Piazon auch. Dann haben wir zwei neue Spieler. Ah, okay. Gut. Neuer Spieler kommt. Jawohl, da haben wir noch schon mal zwei neue Stürmer. Wie viel haben wir jetzt? Transfergeld müssen wir warten, wie Manchester United und Gomez sich verständigen. Spieler verkauft, Gomez. Okay. Dann werden wir die Aufstellung gerade neu machen. Pato ist schon dabei. Müller, gut. Ribéry ist noch draußen. Wie machen wir das? Diese Mannschaft ist ja super. Mir fehlt jetzt nur noch ein guter Innenverteidiger. Ein richtig guter. Gustavo Piazzon. Jetzt überlegen wir mal noch. Jetzt brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Was haben wir denn da? Spieler kaufen. Defensiv. Am besten Innenverteidigung. Na, müssen wir erst alles zurücksetzen. So, 80. Gut, dann reicht ja eigentlich schon mit Suche starten jetzt. Sind zwar dann viele, aber es geht noch. Es hält sich im Rahmen. Und sollte natürlich so jung wie möglich sein. Da hatten wir eben schon mal was. Dann gehen wir mal neben Subotic ein Angebot unterbreiten. Da haben wir die komplette Innenverteidigung von Borussia Dortmund auf einmal. Machen wir natürlich ein Angebot von 22,5 Millionen. Sind schon mehr, 5 Millionen mehr als eigentlich eigentlich geplant sind, so rum. Gibt es ja nicht noch rechte Verteidiger? Oh, Dani Alves. Sergio Ramos. Lucio haben wir auch noch da. Oh je. Ashley Cole. Die sind alle schon so alt. Maicon. Stefan, ja. Was kommen die ganze Zeit da für Feeds? Die gehen mir auf den Nerv. Weiter geht's. Transferangebot zu niedrig. 24 Millionen wollen sie. Machen wir 23,5. So, das nehmen sie bestimmt an. Er lädt jetzt schon mal hier. Transferangebot für Petersen. Ah, ist mir noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht kommt hier noch eins rein. Loben wir den FC Bayern München natürlich.
Vielleicht kriegen wir noch den Innenverteidiger bevor jetzt. Ah, jetzt bieten sie 6 Millionen, schon besser. Nehmen wir an. Gut, dann hatten wir die nämlich auch verkauft. Dann Angebot akzeptiert. Okay, Vertragsangebot. 120.000, 5%, 4 Jahre. Schauen wir mal, ob der das annimmt. Weiter geht's zur ersten Partie gegen SV Werder Bremen. Die werden wir jetzt natürlich spielen. Da mache ich nämlich an dieser Stelle Stopp und werde in die Saison starten. Und zwar in der nächsten Folge, die dann Nummer 46 sein wird. Das war jetzt natürlich ein extrem langer Part. Ich kann mir vorstellen, dass da viele nicht bis ganz zum Ende schauen. Und wenn doch, dann freut es mich natürlich. Ja, gut. Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so meint, wie das da jetzt alles gelaufen ist mit den Transfers und so, ob euch das gefallen hat, ob das so gut ist. Ich zeige euch dann noch einmal zum Schluss die Aufstellung, die wir bis jetzt zusammen haben. Ist ja noch nicht ganz Ende der Transferphase. Neuer, Rafinha, dann haben wir noch einen Innenverteidiger, Subotic, den ich kaufen wollte. Dann hätten wir schon richtig Bombenabwehr. Dann in Mittelfeld passt so. Alexandre Pato haben wir gekauft, einen richtig guten Stürmer. Und Lucas Piazon als Nachwuchstalent. Dann Ribéry. Petersen ist weg. Oder so gut wie. Und ansonsten müssten wir vielleicht noch ein offensives Mittelfeld kaufen. Aber Groß ist ja auch schon ziemlich gut. Deswegen ist die Mannschaft eigentlich richtig gut ausgefüllt. Na gut, das war's jetzt soweit. Dann sage ich jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Bedanke mich wirklich nochmal fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Ciao.